Gut, schmeißen wir einen Timer an und dann schauen wir mal, ob das hier was wird. Ich hoffe doch. Den Key würde ich halt noch ganz gut brauchen können, um so ein bisschen den Score zu erhöhen, ne? Die Geschichte ist, ich habe halt die allererste Woche, also auf Tyrannisch, die allererste Woche von der neuen ID, bin ich halt, oder war das die zweite? Ich bin es gerade überlegen, erste oder zweite war ich Tasse Wäsch, Mythic Plus das erste Mal drin. Und ja, da war das so eine Sache. Da bin ich mit einer Gruppe so, ich würde sagen, mehr planlos durchgeeiert. Und ja, da haben wir den depleteten 15er, ne? Den würde ich jetzt mal upgraden. Das dürfte nämlich noch ein bisschen Punkte bringen, tatsächlich. Schauen wir mal. Watch your step. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wie es mit dem Schaden aussieht. Wir haben relativ gut was reingehauen. Watch your step. Eigentlich hätte ich jetzt am Anfang convoken sollen, ne? Ja, ich hab's nur. Watch your step. Die anderen haben beim ersten Pull alles gezogen und haben nichts mehr jetzt. Oh, ich habe diesen Kack-Slow drauf. Jetzt wurde ich displayed, okay. Also klar, ich kann ihn mir wegshapeshiften, aber ich so viele Mobs an der Hacke habe, dann ist das mit dem Shapeshiften immer so eine Sache. Watch your step. Ich habe auch gesehen in diesem MDI-Video, ne, da haben die hier alle zusammengezogen und weggeaht. Aber ich würde jetzt mal behaupten, in einer Random-Tool-Gruppe sollte man das jetzt vielleicht nicht unbedingt machen. Das wird für mich gehen, wenn ich Incount so ready habe, ne, und man ordentlich Damage hat und die innerhalb von einer Minute oder so runterhaut, dann würde ich das überleben. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Gruppe dann eher leiden würde und deswegen machen wir jetzt hier lieber mal halblang und machen das halbwegs vorsichtig tatsächlich. Machen jetzt mal kein fancy Shit. Okay. Das haben wir auch richtig auf den Latzgrad gekriegt. Watch your step. Ich werde überlegen, komm, den einen kann ich jetzt eigentlich hier noch reinziehen. Watch your step. Hallo? What the fuck? Ich hab den doch getauntet. Warum ist der jetzt gerade auf den Worry losgegangen? Holy moly. Das war jetzt gerade nicht so gut. Castet hier irgendwas? Das machen wir lieber mal weg. Mal hier ein bisschen zu speeden. Interrupt. Ah, der Interrupt war zu slow. Ich habe einen Debuff drauf. Das könnte man zwar runternehmen, aber naja, doch, der Highlight ist displayed. Also er hat auf jeden Fall einen Display-Button. Das freut mich immer, so einen Highlight zu haben. Jetzt mag man meinen, ja komm, im Plus, da werden die Leute wohl displayen können. Nein. Ich habe teilweise Keys gehabt, auch 20er Keys, da hat ein Highlight kein einziges Mal gedisplayed, wo ich mir denke, wie kann das sein, ne? Aber so ist es leider. Er hat auch schon Keys, wo kein HT gezogen wurde, ne? Also, wo ich dann irgendwann aus Verzweiflung meine Drums ausgepackt habe. Auch schon vorgekommen. Komm, wir hauen jetzt mal einen Pot rein. Haben wir da das Ding? Ich ziehe jetzt hier. Oh fuck, ich muss da raus. Wir gehen dann nachher hier hinten raus, sobald da zu viele Gleven kommen. Kann sich das doch theoretisch babbeln. Komm, jetzt macht er die Gleve da auf dem Weg hin. Why?
was macht der Paller da in der Ding? Hat er Bubble gezogen, um durch den Shit durchzurennen oder was? Und wie das Verhörding? Wo rennt der denn hin? Kollege! Das ist nicht gut. Alter! Was war sein Plan? Oh fuck, da ist ein bisschen viel Stuff. Wir müssen da mal ein bisschen raus. Was war denn gerade sein Plan? Er ist erst in die eine Richtung gelaufen, in die andere und bleibt genau in der Wand stehen neben dem Boss. Da kann halt kein Melee rangehen, ne? Ich habe jetzt versucht mit Mondfeuer das Ding noch aufzuschießen. Ich weiß nicht, was sein Plan da gerade war. Wenn ich ehrlich bin. Jetzt habe ich für den großen Pull nichts ready. Das habe ich jetzt irgendwie nicht so gut gemacht, wenn ich ehrlich bin. Kriegen wir den noch gehittet? Ja, doch. Ich habe jetzt halt gar nichts, ne? Aber ich muss die eigentlich zusammenpullen. Jetzt einfach eine... Jetzt, okay. Es ging schon. Fuck, ich bin betäubt. Meine Convoke wurde wegbetäubt. Das ist jetzt blöd. Ich wurde genau dann betäubt, als meine Convoke, als ich die gecastet habe. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ich sag's euch ganz ehrlich, was mich hier genau betäubt. Ob das irgendein Cast ist, ob das irgendeine Fläche ist. Ich hab's ehrlich gesagt immer noch nicht rausgefunden. Irgendwas tut mich hier random betäuben. Dono, ich grüße dich übrigens. Jetzt habe ich halt Inka hier ready. Bringt mir das irgendwas? Komm, ich ziehe jetzt einfach für die Inka. Okay, die müssen wir rausziehen. Habe ich es vielleicht für die hinteren wieder? Gebe ich Delay, bringt es mir halt auch nichts, wisst ihr? Wahrscheinlich kriege ich es nicht wieder. Ein bisschen gewastet ist es jetzt schon. Wir brauchen Signaturen. Schauen wir mal, ob sie gleich rangezogen werden. Jetzt kommt der Schrei durch, oder? Was macht denn das eigentlich? Kannst jetzt halt langsam von den anderen runternehmen. Zieh den einen wieder runter. Ich habe blöderweise noch keine Inka ready. Soll ich es trotzdem machen? Das muss eigentlich schon ausgehen. Ich hätte oben doch nicht die Inka ziehen sollen. Ich habe jetzt nur eine Minute drauf. Aber das wird schon gehen. Hoffe ich mal, dass das ausgeht. Vielleicht war es doch eine dumme Idee.
Also normalerweise kannst du hinten noch ein Pack pullen, aber wir machen es mal lieber safe. Wenn wir es ruhig runterspielen, dann müssten wir es eigentlich hinkriegen. Ding ist, wenn du dann irgendwas hier hinten pullst, dann addest hier rein, dann hab ich schon alles Mögliche gesehen, deswegen mache ich das nicht. Wasten wir lieber hier 20 Sekunden, ist zwar unnötig. Ich hab auch schon mal die Tiger weitergezogen, ne? Aber dann hat er irgendwer Aggro gezogen und ist nicht mitgelaufen, ist gestorben und dann hat sich quasi auf deswegen die Gruppe quasi aufgelöst. What the fuck, ich hab den gespottet und der hat den nicht interessiert gerade. Strange. Run. Alter, der Wolli hat den gerade richtig vernichtet. Watch all. Run. Wie nervig der Kollege, ich sag's euch. Ich zieh den einen wieder in die Ecke rein. Sogar noch einen Ticken weiter. Also beim Türstock ist immer so eine Sache. Wird gesagt, Ecke ist halt besser, ne? Watch all. Okay. Stockt er das alles? Perfekt. Watch all. Ja, ich hätte ihn weiter in die Ecke wieder ziehen sollen. Fuck, jetzt habe ich eine gefressen, oder? Na. Ich will ihn eigentlich im Optimalfall ganz in der Ecke drin haben. Watch all. Target change. Er ist halbwegs in der Ecke gestorben. Das war besser als das letzte Mal. Run. Keep moving. Habe ich halt hier Inke gezogen. Das war jetzt halt eigentlich auch dumm. Ich dachte, ich krieg vielleicht auch mal das Orb-Ding ab, wisst ihr? Und kann dann da rein inkern mit, aber... Target change. Das, ja, da war der Delay jetzt mal komplett für den Sack, ehrlich gesagt. Aber der kann richtig stacken, ne, hier. Der hat bestimmt schon 30 Stacks oder so. Immer gut, wenn es ein Melee kriegt. Run. Keep moving. Target you. Ah, jetzt habe ich's. Target change. Muss den einen im Retzen. Was zur Hölle? Ausgelaufen bei mir. Run. Keep moving. Schauen wir mal, ob ich den anderen auch noch retzen kann. Na, zwei Melees gerade gerippt. Fuck, jetzt bin ich hier in dem Dings drin. Gerade wo ich hätte soaken können, ne, musste ich halt hier reinretzen. Sah jetzt eigentlich bis gerade eben recht gut aus, ne? Und dann hast du zwei... Ich weiß gar nicht, weißt du, was die gestorben sind. Zwei Melees, die da wegrippen. Ihr habt unsere Menagerie gerettet. Naja, was davon übrig ist. Naja, unnötige Tode waren das.
Bin, hast du eigentlich gelesen, dass jetzt graue und weiße Items farmen muss? Ja, das habe ich gesehen, wegen dem T-Mog, ne? Aber ich wollte mir schon ein bisschen Gear zusammenkaufen. Aber ich habe es jetzt erstmal gelassen. Ich denke mal, da warte ich jetzt noch. Fuck, da kommen wir jetzt nicht mehr durch, oder? Wir müssen fast warten. Nee, wartet. Nee, lieber warten wir kurz und... Nee, die Addis ist immer kacke. Ich habe den auch schon versucht mal runterzuziehen, das ist auch eine Option, aber ich glaube, ich spiele ihn lieber wieder oben. Stell mich einfach hier in die Ecke rein, dann kann eigentlich nicht viel passieren. Wollen wir dann gleich nochmal ein größer. Ein Freund hier könnte uns helfen, die Signatur von Sol zu bekommen. Eigentlich kann jetzt einer schon rüberlaufen und den Shit triggern. Nein, raus da. Oh boy. Ich will die rauspullen, der Worry geht da voll rein. Fuck, ich bin gestunt. Dieses Hühnchen, das check ich bis heute noch nicht, ne? Was mich da immer stunt. Ja, wir müssen jetzt mal aufhören, dass unser Stack abklingen kann. Ja, die können wir eigentlich auch mit ranziehen. Hühnchen-Ding immer. Ich check's halt nicht, was ich dagegen machen muss, dass ich von dem Hühnerstan nicht erwischt werde, ne? Ich glaube, ich kann da gar nichts machen. Ich weiß auch nicht mehr, welcher Mob das macht. Hier, ich werde immer halt 0, irgendwas Sekunden betäubt. Manziger Schneise gepackt. Oh, GZ. Mann. Hätten wir vorne den Kackheiler gemacht, dann hätte ich den Key auch, weißt du? Das ist halt ätzend. Ich pull den Boss jetzt hier rein. Hier haben wir nämlich noch diesen Tempo-Buff. AOE incoming. Stack. Special coming. AOE incoming. Hallo? Achso, der andere hat sich's geschnappt. Ich kann sagen, warum kann ich es nicht aufnehmen? Oh, ich hoffe, das ist noch drin, ja. Okay, wollte gerade sagen, dass... Nicht, dass das dann noch hochgeht. Ich kann beide saugen. AOE incoming. Wir haben halt blöderweise relativ viel zugebeutet hier, ne? Wollen wir, dass die Dinger gleich nicht drin liegen. Special coming. Da liegt eins drin. AOE incoming.
Hab mir halt alles vor der Nase weg. Meine Inka jetzt noch ziehen, wobei eigentlich ist egal, danach kommt ja nichts mehr. AOE incoming. Ich habe mir jetzt eigentlich meine Inka komplett umsonst gespart, wenn ich ehrlich bin. Weil danach hast ja gar keinen großen Trash mehr, ne? Wir hätten den Markt halt schon mal auslösen sollen. Aber gut. Brauchst du eine andere Seite 19? Andere Seite. Ich habe einen 20er depleted. Also ja, ganz knapp. Warst du nicht auch dabei bei dem ganz knapp depleteten? Ich glaube, ich weiß nicht, ob das dann überhaupt was bringt. Ich habe noch Food, ne? Ich hoffe, das macht einer von den DDs, das Ding, der das drauf hat. Eigentlich muss halt schon mal einer hierher gehen und das schon mal anfangen, den Dialog und so. Dann sparst du den auf Zeit, während du den Trash drüben machst. Aber es hat halt, ich als Tank kann, soll es halt nicht machen, weil sonst geht's drüben nicht weiter. Irgendein DD oder so. Ah, schau mal, ich hab da ein Add-on. Ich hab mittlerweile ein Add-on dafür. Das hinbringen muss. Ist da oben, oder? Ja. Muss ich jetzt hin? Das ist der da unten, oder? Hallo? Das ist der falsche. Warte, ich muss zu dem anderen. Ich muss zu dem hier, glaube ich. Haben die halt keinen Tank mehr, ne? Das ist halt eher suboptimal. Jetzt nur das Passwort. Okay. Zinngestein ist das Passwort. Oh, jetzt rippen die Leute hier. Okay, das war vielleicht keine gute Idee, dass ich das als Tank mache. Jetzt ist da einer gerippt. Na, ja, okay. Weiß ich nicht. Mit den Retzen? Ja, ich glaube, ich sollte das nicht als Tank machen. Aber ich dachte mir, ich habe das auf der Map, ne? Der eine hat so so ausgeguckt, aber... Ja, will der Heiler den nicht retzen, den Kollegen? Ich will hier die Tür aufmachen. Zinngestein. Ach, boy. Nee, lass ihn retzen. Macht der Heiler einen Retz? Ja, Ja, wird's noch was bringen? Okay. Nimm die Gitarre. Jetzt müssen wir uns ein bisschen schicken. Trash haben wir fertig. Viertelstunde haben wir noch knapp. Für zwei Bosse sollte eigentlich reichen. Sollte eigentlich reichen. Denk mal, wenn du vorher das Event triggerst und so, du kannst ja so viel Zeit, also wir hätten uns bestimmt 3 Minuten sparen können, wenn wir jetzt die Sachen pre-getriggert hätten, ne, aber gut. So, warte mal, das habe ich ja irgendwo anders gebaut, wie ist denn das jetzt gebindet mit dem Ding? In der Taste, wo ich überhaupt nicht hinkomme. Das Klicken muss immer nervig. Hallo. Defensive. Nee, nix defensive hier, den hau ich so einfach weg. Rein desorientieren? Teleport.
Defensive. Für die nächsten hau ich Inka rein. Ich bin ein Klicker. Oh, auf den Scheiterhaufen mit ihm. Du, ich habe letztens so einen Magier gesehen. Oder meinst du nur den Button klicken? Oder meinst du Overall klicken? Es gibt so einen... Warte mal, jetzt muss ich wieder schauen, wo ich das gebeint habe. Es gibt so einen Magier, Multiglatt. Der hat irgendwie so einen Stream, bester Klicker überhaupt. Also ich habe ein Video gesehen, ne, wo der halt spielt. Und der macht das relativ solide, also... Denk mal, der wird 99% der Leute in der Arena abziehen. Defensive. Ja, Overall klicken. Ja, also ich sag mal so... Du kannst auch als Klicker alles spielen. Wenn du das perfektioniert hast, geht das auch. Du tust dir halt leichter, wenn du Sachen bindest, ne? Defensive. Aber... Ja, es gibt immer die Leute, die behaupten, dass mit Klicken, dass das nicht geht, aber das sehe ich ehrlich gesagt anders. Du kannst fast alles, das zeigt ja der eine auch, ne? Kannst du mit Klicken auch machen. Du musst dann halt bloß ein bisschen auf Zack sein, tatsächlich. Es gibt auch die Leute, die behaupten, man kann ohne Details nicht spielen. Und wer mit Recount spielt, der ist eh lost, aber ich spiele halt mit Recount, ne? Das ist halt die Geschichte. Schauen wir mal, jetzt kommt dann der Boss gleich. So denn. Also ich weiß nicht, dass der von da unten so irgendwie so komisch hochbackt, das finde ich ja irgendwie sehr, sehr komisch. Spread. Oh boy. Einmal raus da. Shockwave. Da müssen wir jetzt davor weg. Was macht der Warrior da? Okay, hat er gerade noch... Ich denke mir gerade so, was hat der da vor? Du bist auch am Klicken, oder? Defensive. Ey, welchen haben wir jetzt eigentlich gekillt? Hab genau 3k Rio endlich fertig. Ja, GZ. Hast du auch das Tazavesh-Heldentat? Es gibt nämlich auch eine Heldentat in Tazavesh, dass du beide Keys 20 In-Time hast, ne? Defensive. Also falls du auf Heldentaten stehst, dann wäre das vielleicht auch eine Sache, die du angehen könntest, falls du das noch nicht hast. Weil die zwei Sachen habe ich halt vor, ne? Ich will sowohl das 3K-Achievement haben, als auch... Vielleicht soll ich aus der Void rausgehen. Defensive. Als auch halt... Das Tazavesh Achievement. Da kriegt man halt dann auch wieder so einen Port, wisst ihr? Warte, wo ist es? Achso, Shockwave. Hier diese Ports kriegt man da. Weißt du, das Zeug. Somit sollte ich da vielleicht nicht drinstehen, wenn ich hier irgendwas zeige. Komm, hauen wir einen Raw raus. Perfekt, ich bleibe an dem Mikrofonständer hängen. Perfekt, alles richtig gemacht. Ja, habe ich. Ah ja, wunderbar, GZ. Dann bist du mit M+ fertig. Außer du wirst halt nur irgendwie hochballern, ne? Wegen, weiß ich nicht was. Sagtest vorher, durch Haustierkämpfe gelevelt hast. Wo machst du das denn? Such einfach einen Weg, um zu leveln. Nee, du musst dir irgendwo einen Spot suchen, wo halt viele Pets sind, wo du immer wieder leveln kannst. Oder gegen den Meister, ne? Ich mach's im Frostfeuer gerade, dass ich meine Pets level. Wenn ihr nie wieder Zerstörung in meine Oase bringt. Nee, keine Lust. Ja, das ist... Also ich habe auch keine Lust, einfach das Rating endlos hochzuballern. Warte mal, ich kann den Event schon mal triggern, während die anderen noch brauchen. Also hier habe ich in dem NDI-Video gesehen, da haben die so einen Special-Anführer-Mob hochgeportet, angehittet und einen Hexaport hochgeportet, um dann dementsprechend hier so einen Buff, so einen Debuff vom Boss zu kriegen. Ja doch, man kann schon auch sein Char leveln, das geht. Hauen wir mal einen Pot rein, ne? Ich benutze die viel zu selten. Komm, Inka haben wir auch rein, alles was geht. Run. Da sollten wir vielleicht doch raus. Dreieck müssen wir rein. Ja, schöne Scheiße. Dreieck ist RIP. Dann gehen wir jetzt Viereck rein. Dreieck hätte ich schneller reagieren sollen, das war relativ nah. Aber im Viereck kannst du auch. Jetzt können wir wieder Dreieck machen.
Das Tank überlebe ich das eigentlich auch. Ich kann da einfach durchlaufen. Wobei es Bosswache, ne? Müssten wir. Interrupt one. Müssten wir gucken. Interrupt two. Weiß nicht, es gibt Leute, die behaupten, man soll so schnell wie möglich interrupten, aber es gibt Leute, die behaupten, man soll es delayen. Ich glaube nicht, dass das delayen sinnig ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, man musste so schnell wie möglich interrupten, meine ich zumindest. Wir haben doch gar keinen AT gezogen. Wo geht's denn aus? Hier, da können wir mal rein. Hallo? Hero? Oh boy, ich schreibe Hero und keiner zieht HT. Interrupt one. Super, da müssen wir jetzt über ein paar Ecken. Nee, darüber kann ich. Das war jetzt dumm. Interrupt two. Das war jetzt saudumm, ehrlich gesagt. Ich bin da genau den Falschen gelaufen, ne? Das war jetzt nicht gut. Aber er hat HT zumindest gezogen. Run. Okay, das ist jetzt nicht gut. Ja, lass einfach durchziehen, scheiß drauf. Obwohl, das war keine clevere Idee. Jetzt krieg ich den Dieb auf zweimal ab. Perfekt. Run. Dachte, wir ziehen durch. Schnell weg, lass ihn ticken. Einfach den Boss töten. Also. Das war vielleicht jetzt nicht so eine gute Sache. Aber es war in time. Aber ich habe am wenigsten Failure Damage, oder? Obwohl ich jetzt am Ende ein bisschen verkackt habe. Ich habe 8k Failure Damage. Der andere hat 150k. Alles klar. Also ich glaube, da oben zu stehen ist gut. So, wunderbar, jetzt haben wir den auch. Aber das war doch ein schöner Run. Hatten 3 Tote insgesamt. Die Ini ist halt echt nett schwer, wenn man ehrlich ist, ne? Aber du brauchst halt mal 4 Leute, die halbwegs wissen, was sie tun. Ja gut, schöner Run. Sind wir durch. Jetzt haben wir nochmal ein paar Punkte mehr. Ja, jetzt noch die anderen beiden, die ich brauche. Und dann sieht's gut aus.